Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir den Fehler ChatGPT is at capacity right now beheben können. Das Ganze ist wirklich sehr, sehr einfach. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Wir versuchen einfach mal ChatGPT zu öffnen und wir werden jetzt hier direkt weitergeleitet und hier steht ChatGPT is at capacity right now. Und das Einzige, was man hier so wirklich machen kann, ist auf diesen Button zu drücken, get notified when we are back. Aber das wollen wir natürlich nicht, sondern wir wollen jetzt direkt auf ChatGPT zugreifen. Was wir also machen, ist, dass wir die Seite einfach aktualisieren. Das Ganze müssen wir vielleicht einmal machen, vielleicht auch dreimal. Ihr seht schon, bei mir geht es jetzt direkt. Ihr aktualisiert einfach die Seite. Das kann vielleicht auch eine Minute dauern. Früher oder später werdet ihr dann aber auf jeden Fall immer wieder einen neuen Platz bekommen. Beziehungsweise wenn irgendwo wieder ein Platz frei geworden ist, dann könnt ihr darauf eben direkt zugreifen. Aktualisiert also einfach so oft die Seite, bis es auch bei euch eben klappt. Ihr seht schon, bei mir hat es jetzt hier vielleicht 2-3 Sekunden gedauert und im Endeffekt kann ich mich jetzt hier direkt schon bei meinem ChatGPT Account anmelden und somit natürlich ChatGPT auch benutzen. Falls ich euch mit diesem Video hier also etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich wirklich sehr über einen Like freuen und dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!